Und hier ist anscheinend auch schon das nächste Rätsel. Hier unten ist was versteckt. Nee, nehmen wir mal das. So. Und rollen lassen. Da unten ist auch noch was. So, das sieht ja aber wieder alles ziemlich giftig aus. Ich weiß nicht, ob das hier runterfallen kann. Ja, das kann es tatsächlich. Ach, und das ist hier eine Kiste. Okay. Ah, nee. Das ist gar kein Gift. Alles klar. Und ja, was muss ich jetzt hier machen? Ich gehe einfach mal ein Stück zurück wieder. Kann man hier irgendein... Ist das hier ein Schalter oder... Ah, Hebel benutzen. Ah, okay. So, und was passiert jetzt? Das geht wieder zurück. Also muss ich das irgendwie blockieren? Okay. So, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. So, und wie blockiere ich das jetzt? Indem ich hier was dazwischen schiebe, oder? Ja, ich muss hier wahrscheinlich irgendwas dazwischen schieben. Und dazu würde sich ja eigentlich der Baumsturm eignen. Ups. Hat noch nicht so ganz funktioniert. Ich werde es einfach nochmal probieren. So. Und funktioniert es jetzt? Ja, das passt perfekt. Zumindest dachte ich das im ersten Moment. Oh, da unten liegt noch was. Das hätte ich hier jetzt schon fast übersehen, hätte ich das hier nicht gehört. Tatsächlich. Und in der Kiste war jetzt aber nichts mehr. Ja, dann muss ich das nochmal probieren hier mit diesem... Ach, ich kann doch auch einfach den Baumstamm nutzen. Um dann rüber zu kommen. So, ich wollte jetzt ja aber eigentlich nochmal auf die Blase. Schaffe ich das noch? Nein, das hat nicht ganz gereicht. Dann werde ich einfach die andere Blase ausnutzen. Denn da oben war ja nochmal Erfahrung zu finden. Und ja, hier kann man echt viel machen mit diesen Blasen. Wie hoch schwebt die jetzt eigentlich? Ja, die platzt noch nicht so schnell, aber ich... Spring schon mal vorsichtshalber zu früh runter, ne? Wäre auch langweilig, erstmal abzuwarten. Oh, das ist mir hinten noch gar nicht so richtig aufgefallen. Das sieht auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr gut aus. Ich dachte, hier oben wäre jetzt auch noch was gewesen, oder? Oh. Die zerplatzen nach einer Zeit. Wenn man zu lange draufsteht, oder... Womit hängt das zusammen? Ich weiß es nicht. Werde ich jetzt hier einfach mal die so benutzen. Und dann hier die Erfahrung rechts mitnehmen. So. Ja. Jetzt hat es auch funktioniert. Und jetzt kann ich hier auch den Baumstamm nehmen. Um das Ganze hier einfacher zu erledigen. Ups. Ach, ich kann das ja gar nicht blockieren, okay. Ja, dann einfach auf den Baumstamm jetzt einfach auf den Baumstamm drauf. Ja, so sah es auch aus, ganz einfach. So, ja, das hat ja funktioniert. Da oben scheint noch was zu sein. Perfekt, okay. Und was ist hier? Ein großer Steinblock und wieder auch ein neuer Stein. Ja, dann bringen wir erstmal zwei Leute um. Mit dem Stein und erstmal zum Ritter wechseln, damit ich hier oben immer nur einen habe. Oh, das ist ein perfekter Platz, weil da müssen sie immer so hochkrabbeln, da können sie mich auch nicht mit Fernkampfangriffen irgendwie belästigen. Sehr gut. Und das Ding hier unten natürlich auch wieder zerstören für die Erfahrung. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier rechts was übersehen. Ja. Tatsächlich.
Ich meinte zwar links, aber hab rechts gesagt. Dass ich rechts noch nicht alles gesehen habe, ist ja irgendwie klar, wenn es immer von links nach rechts geht. So, und da oben ist doch auch noch was. Ich sehe es doch schon. Ich muss hier bloß... Oh, der Goblin, ja? Die sind hier gut mit dieser Welt verbunden. Okay, und hoch damit. Und jetzt kann ich mich auch hier lang rollen, wenn ich möchte. Das möchte ich natürlich auch. So. Perfekt. Ich nehme den Checkpoint mit, aber gehe nochmal zurück. Oh. Hier muss ich natürlich erstmal das Ganze wieder blockieren. Um die ganze Gefahr aus dem Geschehen zu nehmen. Ja. So, das mit den zwei Kisten hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ach, direkt nochmal hier reingelaufen. Soll ich hier nur wieder hochkommen? Okay, das hat auch funktioniert und schon wieder ein Levelaufstieg. Aber das Feuerschwert kostet 2, deswegen werde ich erstmal sparen. Auf das nächste Level ab. Oh, da steht jemand drin. Na, hallo, Kollegen. Ah, jetzt kommen hier schon langsam wieder mehr Gegner und die machen auch echt gut Schaden. So. Und bitte nicht einen Pfeil ins Knie, das würde mir sehr schaden, ja. Ich war ja auch mal ein Abenteurer wie ihr, aber dann habe ich halt einen Pfeil ins Knie bekommen. Kennt ja jeder. Und die Musik ist auch ganz schön jetzt hier am reinkicken, also... Da geht schon richtig was ab. Ups, abblocken und dann los damit. Okay, jo, die Kampfmusik, die ist schon mal deutlich lauter zu der, die eigentlich hier so am Laufen ist. Und da kommt die Erfahrung einfach mal zu mir hingeflogen. Anscheinend ist das die Monster-Erfahrung, die da immer vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob dieser Kreis auf dem Boden hier was zu bedeuten hat, aber da sich... zu wiederholen scheint, vermute ich einfach mal, dass das einfach nur, ja, nett gedacht ist. Und hier gibt es auch wieder viel zu entdecken. So, erstmal hoch hier. Ja, ne, da drüben scheint nichts zu sein. Dann nehmen wir einfach mal den Baumstamm hier. Oh, die Platte fällt runter. Hier bricht alles zusammen. So. Ah, die Platte hat es auch direkt hier blockiert. Ja, gut. Hier gibt es jetzt ja nichts mehr. Kann ich einfach wieder hochgehen. Oh nein. Was ist passiert? So, erstmal hier ordentlich reinfinden und... es geht noch nicht ganz runter. So, jetzt aber. Und da ist schon wieder der nächste Goblin. Ansonsten hätte ich ihn jetzt hier mit der Pflanze erledigt, weil die hätte das bestimmt auch gerne für mich gemacht. Ja, nicht vom Baumstamm blockieren lassen, dann geht's auch schon hoch. Wow, also auf jeden Fall länger als die Level sonst. Gefällt mir sehr gut. Und hier ist auch schon ist wieder viel. Ist das der Wind? Nein, das ist die Luft aus diesen Rohren. Ist auf jeden Fall schon wieder irgendeine neue Mechanik. Und die kann ich auch ausnutzen. So, was ist jetzt hier? Ach, das kann ich hier irgendwie ransetzen. Okay. Huh. Okay. Und... ja, das müssen wir doch noch irgendwie ausnutzen können, oder? Ich kann hier halt nicht springen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich kann hier zwar so ein bisschen höher, aber springen kann ich nicht. Irgendwie muss das hier noch gehen, auf jeden Fall. Dass ich da rüberkomme zu diesem großen... Oh ja, sehr gut.
Und dann kriege ich das das Kleine ja jetzt auch noch irgendwie hin. Genau, und jetzt einfach besser zielen. Und dann ist das auch schon wieder durch. Sehr gut, also schon wieder neue Mechanik mit dem Wasser, mit der Luft. Riesige Level, das gefällt mir einfach. Die Schnecke war auch lustig. Und hier geht's anscheinend ins nächste Level. Ja, das sieht auch schon wieder sehr vielversprechend aus. Was für ein lustig anmutender Ort. Oh, gehen wir mal rein. Nein, es geht immer noch weiter. Wow. Ja, plus die eine Abzweigung vorhin. Die habe ich halt so ein bisschen... vermisst. Oh, das ist ja jetzt ein Bosskampf, oder wie? Sieht euch an, wie groß das Ding ist. Das ist monströs. Da oben leuchtet auf jeden Fall was. Ich muss hier erstmal schauen, was man hier so alles machen kann. Oh, das gefällt der Schlange nicht so gut. Und ich belebe erstmal den Ritter wieder. Wow! Was hier jetzt alles abgeht. Ja, Goblin kommt erstmal runter. Und der wird auch davon erledigt. Ja, sehr gut. Ich muss da irgendwie hoch, weil da leuchtet irgendwas. Und ein bisschen beeilen müsste ich mich aber auch. So. Was ist hier? Hier leuchtet Erfahrung auf jeden Fall. Oh. Das hat der Schlange auch nicht so gut gefallen. Aber der eine Stein, den müssen wir anscheinend lösen und den auf den Kopf der Schlange irgendwie befördern. Wow, die Musik ist echt episch. Wow. So. Und dann hier nochmal irgendwie hoch. Und damit hat sich's erledigt. Ja, die hat sich selbst so ein bisschen erledigt. Auch nicht schlecht. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Das war erst das zweite Level. Leute. Ich behalte sie besser im Auge. Es beobachtet uns jemand. Okay. Der Trian hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, wir wissen es aber schon und hier wartet schon der Nächste auf uns, der Frosch wahrscheinlich. Also die Sümpfe werden bestimmt auch spannend und ich bin echt begeistert von der Größe der Levels. Wow. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.